Dann wollen wir mal Hilfe machen. Also, es ist mega einfach. Sauberes Gefäß. Wichtig ist, dass es wirklich sauber ist, damit da Hefe wächst und nichts anderes. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr das kurz auskochen, mit heißem Wasser ausspülen und dann ist es eigentlich kein Fall. So, ein halber Liter Wasser. Darin kommt das Futter für die Hefe. Zucker. Ich mache mal zwei Esslöffel, Teelöffel. So, Zucker ist im Wasser. Wir mischen, damit die Hefe auch was zu kauen hat. Ja, jetzt kommt noch Obst dabei. Obst ist sozusagen das Medium, wo die Hefe dann wächst. Ich bin auch kein Profi. So findet man es im Internet. Datteln werden oft empfohlen. Es geht aber auch mit anderem Obst. Wichtig ist nur, dass das Obst möglichst unbehandelt ist. Zum Beispiel diese Datteln dürfen nicht geschwefelt sein, weil die Hefe darauf nie so abfährt. Und dann funktioniert gar nichts. Ich habe jetzt hier Bio-Datteln aus dem Unverpacktladen gekauft. Schmeiß mal drei Stück da rein. Dann kommt der Deckel drauf. Das Ganze muss einigermaßen warm gelagert werden. Ich habe es bei mir einfach auf die Heizung gestellt. Die läuft gerade noch so ein bisschen auf Halbflamme mit, weil es draußen noch kalt ist. Scheint zu reichen. Das andere Fläschchen blubbert ja schon schön. Und ja, einfach auf die Heizung und dann wird das schon. Ich habe vor 2 Tagen schon mal Hefe mit Apfelresten angesetzt. Das sieht heute so aus. Da kann man also sehen, dass es schon ganz schön abgeht da drin. Ist schon ordentlich am Blubbern. Und ja, in 8 Tagen soll es fertig sein. Und dann kann man dieses Hefewasser einfach zum Beispiel zum Backen benutzen. Dann nimmt man also einfach das Wasser, was man sonst in den Teig getan hätte, hier raus. Und den Rest füllt man auf. Und daraus wird dann neues Hefewasser. So ist die Theorie. Ich probiere das aus. Vielleicht habt ihr Bock mitzumachen. Und in 8 Tagen sehen wir dann, ob es funktioniert hat. Klar ist natürlich, ich bin überhaupt kein Profi. Ich habe keine Ahnung davon. Ich probiere das auch alles selber nur aus. Vielleicht geht's gut, vielleicht nicht. Ich freue mich mega, wenn es gut geht. Und ich freue mich mega, wenn ihr vielleicht auf diese Weise Bock kriegt, das auch mal auszuprobieren. Und ja, vielleicht weiß es der eine oder andere auch besser von euch. Schreibt doch einfach mal einen Kommentar. Lasst mir euer Feedback da. Vielleicht lernen wir noch alle was davon. Jo, viel Spaß beim Nachmachen.